Also der geht gut ab. Ja. Der geht echt gut ab. Hast du die Büffel stecken? Wahnsinn. Ich habe aber eine 6 davor. Du merkst, dass mir auf einmal das Lächeln gefriert im Gesicht. Luxusautohändler Hamid Mossadegh auf dem Weg zu einem neuen Auftraggeber. Sein Ziel? Hamburg. Antonio hat mich angerufen, er möchte sich seinen Lebenstraum erfüllen. Mal gucken, was es ist. Hamid, grüß dich. Na, grüß dich. Na, alles rum rein. Ja, super, komm danke rein. Dir. Vielen Dank. Ja, Hamid, ich habe dich gerufen, weil ich mir ein Auto anschaffen möchte. Nicht irgendein Auto. Ich komme gleich auf den Punkt, ein Porsche. Ein Porsche. Nicht irgendein Porsche, sondern ein Porsche 911. Ja, Antonio ist Berufspilot, hat sich lange damit beschäftigt, mit Porsche. Als Pilot glaube ich schon, dass du jeden Tag 100% bringen musst. Hast ja auch so viel Verantwortung. Deshalb will sich Antonio endlich einen Elfer gönnen. Von 1995 bis 2007. Okay, super. Genau, er sollte unter 100.000 Kilometer haben. Wichtig ist, dass er eine saubere Historie hat. Okay. Handschaltgetrieben, das wäre top. Okay. Weil wäre top oder ist das eine Grundvoraussetzung? Nein, das ist eine Grundvoraussetzung. Warum sage ich das? Weil diese handschaltgetriebene Porsche, die sind ja nicht so oft auf dem Markt. Und es soll ja eine Wertanlage sein. Antonio, das ist eine cool, es ist eine, das ist, weißt du was, am liebsten würde ich jetzt zumachen und würde losfahren und würde sagen, so, ich rufe dich an, wenn ich das passende Auto habe. Ja. Ich will jetzt kein Budget hören, aber leider muss ich ein Budget von dir hören. Ich sag dir, mein Budget sind 70.000 Euro. Fix 70.000. Keine 2.000 drüber, also, keine 2.000 drunter. Okay, das heißt... So drunter ich, natürlich super, ja, aber klar, drüber nicht. Aber das heißt maximal 70. Maximal 70. 72? Geht nicht. 73? Nein, Hamid, 71. Wirklich. Beim okay, besten Willen, das okay, geht dann nicht. Maximal, 70.000, das ist Maximum. Maximal. Das ist mein Budget. Okay. Ich glaube, du hast genug Eckdaten jetzt von mir bekommen. Ja. Eine Sache musst du noch wissen, Hamid. Ja. Es ist mein erster Porsche. Ach, cool. Das ist mein allererster Porsche. Okay. Ich selbst bin jahrelang, 10 Jahre in Alfa Romeo GT 937 gefahren. Cool, auch ein cooles Auto, ja. Das macht die ganze Geschichte noch cooler. Der allererste Porsche. Ich kann nur sagen, ich mache mich jetzt schnell auf die Suche und werde das passende Auto für dich finden. Dankeschön. Okay? Super. Perfekt, super. Danke dir, mein Lieber. Die große Herausforderung bei Antonios Suchauftrag ist sein Budget. Ich weiß, es wird schwierig, es ist eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit, aber Hamid schafft das. Wenn einer das schafft, dann Hamid. Einen Tag später, ebenfalls in der Hansestadt. Das wird verdammt eng. Aber das sind wieder die Aufgaben, wo du alles rausholen musst, wo du echt bis aufs Letzte hinausgehen musst. Hamids Problem, ein Porsche, wie Antonio ihn sich wünscht, startet eigentlich erst zu Preisen ab 100.000 Euro. Am Ende der Recherche stehen nur eine Handvoll Modelle zur Auswahl. Von 1995 bis 2007 kommt er nur, der 993, der 996, das sind die beiden Marken, die gesetzt sind. Und vielleicht mit viel Glück auch der 997. Und daher gesehen muss man jetzt ganz genau gucken, was passt, weil es sind auch drei Generationen. Einen Elfer, der tatsächlich passen könnte, hat Hamid ganz oben im Norden gefunden, kurz vor der dänischen Grenze. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu Holger nach Flensburg-Handewitt. Da steht ein 997 Turbo, handgeschaltet, Sechsgang, sehr, sehr selten. Und mit 72.900 Euro das günstigste Angebot auf dem Markt. Trotzdem liegt es noch fast 3.000 über Hamids Budget. Moin. Hallo, moin. Hi. Ich bin da wegen deinem Porsche 997 Turbo. Und jetzt kommt's. Handgeschaltet. Das ist das Besondere. 480 PS machen den Porsche 911 Modell 997 Turbo zum silbernen Projektil. Der Basisneupreis dieses Exemplars von 2006 lag bei satten 140.000 Euro plus rund 20.000 an verbauten Extras. Der Turbo ist ein High-End-Sportler, 310 km/h schnell und in nur 3,7 Sekunden auf 100.
Das Auto ist unheimlich geschmackvoll zusammengestellt worden damals von den Erstbesitzern. Außen GT Silber, innen Dark Chocolate. Mega. Eine richtig coole Farbkombination. Erklär mir mal was über das Auto, bitte. Ja, das Auto ist ursprünglich aus Dänemark. Okay. Ich habe es letztes Jahr gekauft. Okay. Den Vorderwagen lackiert. Wie du siehst. Auch nicht weit weg von Dänemark, oder? Nee, das ist 5 Kilometer hier. genau. Okay. Ich habe das Fahrzeug vorne lackiert. Vorne lackiert bedeutet Frontschürze? Motorhaube. Haube? Ja. Mhm. Beide Kotflügel. Aber trotzdem ist er danach noch mal richtig gefahren worden, ne? Natürlich. Weil ich sehe hier noch mal... Wird auch bewegt. Also genau. Ich sehe hier noch mal ein paar Steinschläge hier, genau. War der so arg beschädigt? Nee, Steinschlag, klar. Der hat 90.000 Kilometer. Ja. Das ist ja ganz normal. Ja, das stimmt. Aber unfallfrei ist er. Ja, das ist er. Das ist 100%. Das ist er, okay. Die Windschutzscheibe... Ist die erste. Ja, das sieht man auch. Guck mal, da haben wir einen Steinschlag. Hier haben wir diverse Steinschläge. Hier, der ist schon arg, ne? Mm, okay. Könnte neu kommen. Könnte. Du hast aber diverse Sachen neu gemacht, richtig? Mhm. Erzähl mal, was hast du da alles neu gemacht? Also die Bremsanlage ist komplett neu, die Felgen sind neu, die Reifen auf jeden Fall. Die Kupplung ist ganz neu dieses Jahr. Okay. Dann die Kühler vorne, alle drei. Mhm. Und auch die Ladeluftkühler haben wir auch neu gemacht. Okay. Warum waren die Felgen? Verschleiß. Ach so, Verschleiß. Okay. Kostenfaktor, was ist da noch auf sich zugekommen? 15.000 Euro. Ja, so ungefähr. Ja, okay. Das ist schon heftig. Kühler, Ladeluftkühler, Bremsen, Reifen etc. So viele Sachen wurden neu gemacht, bis auf die Windschutzscheibe leider. Ich sehe da nicht so einen mega Wertzuwachs, aber ich sehe eine super stabile Situation für das Auto. Schmeiß doch mal die Kiste einmal an. Meinst du? Bitte. Erstmal muss man gucken, ob da was hinten rauskommt. Ob Rauch hinten rauskommt. Und wenn Rauch hinten rauskommt, was kommt raus? Ist es schwarz, dann verbrennt der Sprit. Okay. Oder ist es blau, dann verbrennt er Öl. Wow. Gib mal ein bisschen Gas, bitte. Nochmal. In dem Fall kam ja nichts. Ist gut für das Auto? Macht er gar nicht, nein. Überhaupt nicht. Hast du gut vorbereitet? Genau. Hier hat er ein bisschen Verschleiß. Haben die einen Hund gehabt, ein Haustier gehabt? Nö. Keine Ahnung. Ich komme mal rüber da. Ja? Und dann haben wir hier diese Druckstellen, siehst du? Irgendwas wurde hier transportiert. Und das ist so feines Leder. Mhm. Meinst du? Und siehst du das so nicht? Ein bisschen. Doch. Genau. Und da ist es besser. Ja, ich weiß. genau. Ja. Und legendär, die Cupholder. Das finde ich auch geil. Der Mix aus Power und Speed machen den Turbo einzigartig. Aber wie fit ist dieser Porsche noch? Das Auto ist 14 Jahre alt, hat 92.000 Kilometer. Das ist nicht wenig. Aber trotzdem fährt sich das Auto, ich würde sagen, nicht wie neu. Das Auto fährt sich vernünftig. Die Kupplung ist jetzt natürlich ganz neu. Ganz neu. Und du musst jetzt auch, du musst dich da erstmal reinarbeiten. Ne? Das ist überhaupt kein Thema für ihn, von 80, 90 Schub aufzunehmen. Also Gang 1, Gang 2 losfahren, musst du dich daran gewöhnen. Aber wenn du dann losgefahren bist, dann hast du nur noch Spaß. Die erste halbe Stunde musst du dich ein bisschen daran gewöhnen. Gang 1 ist eine Sache, wegzukommen. Aber dann den Gang 2 rein ist die zweite Sache, damit er nicht so rüttelt. Aber sobald du das drauf hast, macht er echt Spaß. Fast alle 997 Turbo haben ein Automatikgetriebe. Der Handschalter hat also das Zeug zum Klassiker. Sound ist da. Du hörst auch, wie deine Turbolader das ziehen. Und ich weiß, er ist nur im vierten Gang. Also der geht gut ab. Ja. Der geht echt gut ab. Hast du nicht mehr verstecken? Wahnsinn. Ist das ein Nachteil, ein Auto aus Dänemark zu holen? Nein, wir haben viele aus Dänemark, viele Autos. Gut, durch die Grenznähe natürlich auch. Ne? Das Einzige ist, die können die Autos gar nicht ausfahren dort. Du darfst dort nur maximal 130 fahren. Ab 160 nehmen sie dir glatt deinen Führerschein weg. Ich finde das in gewisser Weise auch ein Nachteil für so ein Auto, wenn das Auto 14 Jahre nur maximal 130 fährt und nicht mal
So ein Turbomotor muss auch mal gesund ausgefahren werden. Der muss gesund warm gefahren werden, gesund ausgefahren werden, gesund kalt gefahren werden, abgestellt werden. Das ist das A und O für so ein Turbo. Hast du eigentlich eine Hebebühne? Ja. Könnten wir das Auto gleich einmal hochfahren? Ja, können wir machen. Ja, super, das wäre super. Boxermotor und die beiden Turbos laufen gut. Trotzdem nimmt Hamid den Dänen-Import noch mal genau unter die Lupe. So, dann schauen wir uns das Auto mal einmal von unten an. Hier ist ja alles mit Plastik geschützt. Was aber bei Porsche, bei fast allen Porsche-Modellen, irgendwo muss ja die Thermik, die Hitze muss ja raus. Irgendwo hin, ja. Ist hinten immer alles offen. Das heißt, er kriegt alles ab. Schmutz, Wasser, Salz. Sand. Ist alles voll angreifbar. Und da muss man auch sehen, ob da was anfängt durchzukorrigieren. Mhm. Ne? Und hier siehst du halt die Leitungsköpfe, die werden demnächst auf einen zukommen. Ja, was ist nicht so aufwendig. Das ist teuer. Ja, gut, aber hier reden wir, wenn wir die Leitung neu machen, mit Einbau, mit allem drum und dran, 1000. Die Preisverhandlung mit Holger wird hart, weil ich ja ein sehr impulsiver und temperamentvoller Mensch bin. Und ich glaube, Holger ist eher der Ruhige. Da treffen zwei Welten aufeinander. Du hast das Auto inseriert für 72.900 Euro. Genau. Das ist zu viel für mich. Richtig? Ist zu viel. Ja, ist zu viel. Ist zu viel. Die Leitungen kommen noch demnächst auf mich zu. Das wird nicht günstig. Mhm. Gib mir was vor. Schmeiß mal was im Raum. Also 900 würde ich noch ablassen, ne? Oh. 900 Euro? Das ist doch gut. Nein, das ist zu wenig. Ich bin bei einer deutlichen 6 davor. Och. Ich gebe dir für das Auto 62. Nein. 10.000 Euro, das... Das war, guck mal, ich kenne einmal Nein und dann kenne ich Nein. Das war nicht so ganz eindeutig von dir. 62, das geht überhaupt nicht. 62.000 Euro schmeiß ich mal. Nein, das geht gar nicht. Es sind 10 zwischen uns. Wo treffen wir uns? Holger. Also, mit der 6 vorne tue ich mir schon schwer. Das ist so. Ich biete dir 62.000 Euro, dann nehme ich das Auto mit. Das ist mir einfach zu wenig. 62.000 Euro. Immer noch zu wenig. Weißt du was? 65, dann nehme ich das Auto. Das geht nicht. Wie viel kannst du mir entgegenkommen? Habe ich dir schon gesagt. Erzähl. Also ich würde sagen 72. Komme ich mit meinem Budget nicht hin. Er kam nicht auf meinen Preis, aber mehr sehe ich da nicht. Ja gut, dann muss ich mich leider diesmal verabschieden. Mhm. Beim nächsten Mal komme ich aber gerne wieder auf dich zu. Okay. Hat Spaß gemacht. Das war jetzt nichts. Ich suche es weiter. Hamid auf dem Weg zum nächsten Termin. Rund 150 Kilometer entfernt steht noch ein Porsche Turbo, diesmal aus der Modellreihe 996. Natürlich ist auch der handgeschaltet. Das hat sich Auftraggeber Antonio so gewünscht. Moin, Michael. Hamid. Grüß dich. Hi. Gib mal die Faust. Alles gut? Alles gut. Bei super. Dir? Auch gut, vielen Dank. Ich bin da wegen deinem Porsche 996 Turbo und laut deiner Beschreibung einer der exklusivsten auf dem Markt. Ist er auch. Okay. Ist ein Original WLS. Okay. Also Werksleistungsgesteiger. Ja. Damit beschleunigt er in nicht mal 4 Sekunden auf Tempo 100. Doch die Umstellung beim 996 von Luft- auf Wasserkühlung spaltete die Fangemeinde. Die Preise fielen. Waren für diesen Turbo inklusive Extras neu fast 200.000 Euro fällig, sind es 17 Jahre später noch 72.000. Und das mit nur 33.000 Kilometern auf der Uhr. PS, 620 Newtonmeter und eine Spitzengeschwindigkeit von 307 km/h. Das Ganze vor 17 Jahren. Das ist der absolute Hammer gewesen. Beim Fahren wirst du sehen, der hat was drauf. Der hat was drauf. Okay. Hat in Amerika einen Frontschaden gehabt, einen leichten Unfall. Dass er das dann sofort sagt, dass er einen Frontschaden hatte, vorne rechts, das spricht auch für Michael. Waren die Airbags raus? Nee. Die waren nicht raus? Die waren nicht raus. Okay. Meine erste Frage war ja, waren die Airbags raus? Die waren nicht raus, das ist immer ein gutes Zeichen. Ist in Deutschland repariert,
auch mit Vermessungsprotokoll und allem, was dazugehört. Ach so, das heißt, das Auto kam als Unfallfahrzeug nach Deutschland? Genau. Und wurde in Deutschland? Genau. So, ah, okay. Was ja schon mal viel wert ist, ne? Besser als in Amerika repariert. Also Unfallschaden ist da oben, in Amerika. Das, guck mal, wenn wir die Stufe nehmen von hier unten ist gut, hier oben ist schlecht. Genau. Okay, ist hier. Repariert, da kommt das Auto hier hin. Und wenn es gut repariert ist, könnte das Auto noch ein bisschen runterkommen. Aber so ganz, ganz auf ohne Unfallschaden kommen wir leider nicht. Nee, das ist klar. Das ist klar. Welche Teile hast du alles erneuern müssen? Der hat vorne hauptsächlich rechts einen Unfall gehabt. Mhm. Der ist also, das Seitenteil ist neu gekommen. Ach, das Seiten, also Kotflügel? Kotflügel sowieso. Ja. Und unten auch die Wanne. Okay, musste das Auto gerichtet werden? Nee. Bevor wir überhaupt über den Preis reden, würde ich gerne einmal fahren. Kein Problem. Sollen wir los? Ja. Okay. Der reparierte Unfallschaden ändert alles. Hamid muss jetzt auf jedes noch so kleine Detail achten. Zuerst will er überprüfen, ob sich der Wagen einwandfrei fahren lässt. Zur Erinnerung, dieses Gerät ist bei Bedarf über 300 Sachen schnell. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen Gas geben. Der ist sehr, sehr hart. Der ist verdammt hart, aber der ist mega direkt, finde ich. Und du merkst jetzt auch gar nicht, wenn das Lenkrad auch ein bisschen loslässt, dass er irgendwie nach rechts oder links zieht wegen Unfallschaden. Ne? Das merkst du nicht so. Das ist echt gut. Auch so beim Bremsen bleibt er gerade. Das ist wichtig. Ich ziehe den jetzt bis 4000 hoch. Unglaublich. Der macht echt Spaß. Hamid weiß jetzt, rein fahr- und fahrwerkstechnisch ist hier alles in Butter. Doch der generelle Wert dieses 996 Turbo sinkt durch den Unfallschaden erheblich. Reparatur hin oder her. Meine Erfahrung ist dann halt immer, sobald ein Unfallschaden kommt, da musst du immer vorsichtig sein. Es gibt welche, die sagen, nein, mich stört das nicht. Wenn du ein vergleichbares Auto nimmst mit einer Top-Historie, mit keinem Unfallschaden, gar nichts, da bist du ja schon bei mindestens 15.000 bis 25.000 Euro teurer. Ja. Hamid fährt zurück in Michaels Werkstatt. Dort will er den Turbo noch mal checken. Der Luxusauto-Profi weiß genau, worauf er schauen muss, gerade auch beim Innenraum. Von innen natürlich super, ne? Eigentlich riecht noch wie ein Neuwagen. Die Scheiben hier sind auch foliert, ne? In Dunkel. Die muss man natürlich abmachen. Nee, die kannst du dran lassen. Die kann ich dran lassen? Die Seiten, du darfst bloß die vordere nicht. Also der ist auch so original vom Werk. Ehrlich? Hm? Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, das ist eine Folie. Ja, aber die hintere ist ja auch gemacht, ne? Die hintere ist auch, aber das ist nicht original vom Werk. Weißt du, woran du das immer merkst? Du merkst es hier, siehst du das? Das ist eine Folie von innen. Mhm. Wenn das vom Werk ist, ist hier mit Dampf beschichtet. Da ist das die Privacy-Verglasung. Wie die hier. Nee, die ist auch nicht original. Da siehst du auch die Folie. Mhm. Ne? Das ist in tiefschwarz gemacht worden, der Klassiker, dass keiner reingucken kann. Und das ist hier ein bisschen, siehst du auch hier. Guck mal hier oben. Ja, da ist eine Folie. Da ist eine Folie drauf. Und das ist laut deutschen Straßenverkehrsamt nicht erlaubt, weil die deutsche Straßenverkehrsordnung sagt, wenn irgendwas passiert und wenn die Feuerwehr deine Scheibe einschlagen muss, dann kommen sie nicht rein. Doch das Problem mit der Folierung ist längst nicht alles. Lackiert wurde hier in Polarsilber. Genau. Wieder. Hast du den komplett lackiert oder nur den Unfall? Der ist komplett lackiert. Ach, dann hast du den komplett lackiert. Ja. Okay. Mhm. Okay. Der muss einmal komplett poliert werden. Ja. Der hat hier und da ein paar Läufer. Und an manchen Stellen ist er doch ein bisschen noch matt. Mhm. Weißt du, das kann er noch rausholen. Ja. Das kann er noch rausholen. Weil das ist ja meistens so, das Auto wird lackiert, das Auto geht zurück, wird komplett gebaut, zusammengebaut. Weil da kommt immer noch was dazu, hier ein Kratzer, da ein Kratzer beim Zusammenbauen. Und dann wird das Auto eigentlich noch mal richtig gefinished. Ja. Ne?
Silber zu lackieren ist verdammt schwierig, verdammt schwierig. Es kommen ganz schnell schattigförmige Stellen vor. Und vor allem der 911er ist auch nicht einfach zu lackieren, weil er enorm viele Rundungen hat. Das Auto hat null gerade Fläche, bis auf die Haube vorne. Und jeder Lackierer läuft rückwärts raus, wenn er hört Silber. So. Wie findest du denn die Lackierung? Ich finde so nicht von, schlecht gemacht. Von Note 1 bis 6, was würdest du hier geben als Fachmann? Eine 3 vielleicht. Eine 3. Die Lackierung, hat der Michael auch selber gesagt, ist eine Note 3. Sehe ich auch so, vielleicht noch mit einem Minus dahinter. Das war echt schade. Ein behobener Unfallschaden, eine mangelhafte Lackierung und ein schlechtes Finish. Hamid bleibt da nur eine Wahl. Michael, zunächst einmal vielen Dank, dass ich das Auto fahren durfte. Gerne. Es macht echt irre Spaß. Es macht echt irre Spaß. Ich muss leider aber sagen, das Auto, was ich für den Kunden besorgen soll, soll wertstabil sein, wenn nicht sogar wertsteigernd sein. Und das ist in dem Augenblick, wo ein Unfallschaden passiert ist, eine Sache. Aber im zweiten Step, wo das komplette Auto lackiert ist, ist es eher ein Auto für mich, den du auf Track fahren kannst, den du richtig fahren kannst, der vielleicht ein drittes, viertes Auto ist. Aber wenn du zum ersten Mal in dein Leben ein Porsche kaufen willst und dir das beste Auto vorstellst, passt der leider nicht rein. Mhm. Okay? Wir gehen auf das nächste Geschäft, aber hier muss ich leider passen. Okay. Das tut mir leid. Jetzt wird's echt eng. Der 997 hat nicht gepasst, da sind wir nicht zusammengekommen. Der 996, schönes Auto. Qualitativ nicht das, was Antonio sich vorstellt. Jetzt muss der 993 sitzen, ansonsten habe ich ein Problem. Hamid ist für Antonio Cristofaro auf der Suche nach einem Porsche. Für den Piloten ist ein 911 der absolute Traumwagen. Für 70.000 Euro wird eng. Das wird verdammt eng. In Bielefeld steht ein 911, bei dem Historie und Zustand vielversprechend klingen. Mit 79.000 Euro liegt er aber 9.000 über Antonios Limit. Also, ich habe hier nur eine Adresse gekriegt. Es ist mega geheim hier und hier stehen richtig schöne Autos. Ich bin baff. Fangen wir da hinten an, ein Edition 50, wo nur 500 Mal produziert. Legendär, der 300 SL Roadster. Einfach mal so zwei Pagode. Und hier haben wir auch ein besonderes Auto, ein 600er Pullman. Alles, was Rang und Namen hatte, ist dieses Auto gefahren. Sogar der Schah von Persien hatte das Auto. Ich schaue mir jetzt aber eigentlich einen 993 an. Mensch, das ist ja geheimnisvoll hier. Das ist ja Wahnsinn. Deswegen steht der Wagen ja auch hier. Hamid Mosaddegh. Gerd Fabi. Ich bin da wegen deinem Porsche. Darf ich du sagen? Gerne. Super. Ich bin da wegen deinem Porsche 993 Targa. Targa steht für die Ausführung mit Glasdach und wurde als 993 nur rund 4.600 Mal produziert. Der Sechszylinder im Heck leistet 286 PS und rennt 275 km/h. Dieses Exemplar hat erst 50.000 Kilometer runter. Der 993, der letzte luftgekühlte vom Porsche. Deswegen habe ich ihn gekauft. Deswegen hast du ihn da. Erzähl mir mal was über das Auto. Das erste Mal, als ich den Targa gesehen habe, war ich fasziniert von dieser Innenansicht. Und wenn du dir den nachher von innen anguckst, du wirst sehen, das ist so, als wenn man in einem Glassarg sitzt. Aber in einem Glassarg möchte ich jetzt erstmal lange nicht mehr. Also sollst du ja auch nicht, aber du wirst gleich sehen. Okay. Das ist schon eine besondere Innenwirkung, die dieser Wagen durch das Glas hat. Gerd ist ein witziger, cooler Architekt und Porsche-affin. Das spricht auch für das Auto. So viel Putzlappen, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich wusste, dass du so denkst und hab sie alle reingepackt, die ich finden konnte. Gib sie mir mal. Darf ich dir das mal einmal rübergeben? Hamid will auf Nummer sicher gehen und ganz genau checken, ob dieser 993 mal einen Treffer hatte. So, das A und O, wenn wir so ein Auto prüfen, ist natürlich, gerade wenn es aus Amerika kommt, wenn er mal, also unfallfrei ist er. Serviceheft, hast du es da? Was für ein Zufall, ja. Meine Güte, das ist das A und O. Porsche ohne Historie geht nicht. In diesem Ordner ist alles drin, was mit dem Auto im Zusammenhang steht. Alle Rechnungen, Kaufverträge. Und dann kommt die Historie. Tankbelege aufbewahrt, Tankbelege. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ist alles vorhanden, alles. Lückenlos Service gepflegt. Das ist genial.
So, ganz wichtig ist das bei... Das ist was ganz Besonderes, ein Originalpreisschild. Ja, das kenne ich immer. In Amerika gehst du immer auf die... Dann kleben die hier dran. Ja. Und das ist Gold wert, ein Originalpreisschild. Und jetzt können wir auch sehen, das Auto hat gekostet 83.460 US-Dollar. Und das 1997. Ja. Das Auto hat ja eine einwandfreie Historie. Und das ist, was der Porsche-Fahrer haben möchte. Jetzt weiß ich auch, was nicht gemacht wurde an dem Fahrzeug. Und zwar, pack mal hier an, vorne die Bremsscheibe. Du spürst keine Rille. Wie ein Kinderpopo. Genau. Und jetzt kommt man nach hinten. Und jetzt pack mal einmal rüber. Ich spüre nichts. Aber du fühlst es. Du spürst es nicht, du fühlst es. Ich fühle es, genau. Ja. So, das heißt, die hinteren Bremsscheiben sind definitiv demnächst fällig. Ja. Die typische Krankheit, undicht. Ja. Aber das haben aber alle 993er Cabriolets hinten im Lichtband. Okay. Wenn man damit durch die Waschstraße fährt, laufen die an, man muss ein bisschen fahren und dann ist es irgendwann mal weg. Okay. Wo war jetzt der Fehler? Der Fehler war ganz am Anfang. Wenn man durch die Waschstraße. Oh. Genau, ist ein Handwäsche eigentlich, Mensch. Ja, du hast recht. Genau, und dann passiert auch sowas nicht. Nee, dann passiert das nicht. Die Räder sind demnächst fertig, die sind auch knüppelhart, also die Gummis. Ich ahne schon Böses, warum du alle diese Sachen findest. Aber warum? Wir gucken weiter. Wir gucken weiter, ja. Wir sind ja noch mittendrin. Die elektrisch verstellbare Sitze. Die funktionieren gerne dann mal nicht. Dann setz dich bitte mal rein. Weil diese Bänder gerne mal reißen. Darf ich rein? Ja. Super. So. Auch das hier, wenn du dich hier reinsetzt und dir das Ganze anschaust, ist schon mega. Ja, das ist schon puristisch. Funktioniert. Unglaublich. Das hast du doch gecheckt, Mensch. Ja, nein, pass auf. Nein, aber wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich schon längst repariert. Weil ich mag das nicht, wenn Sachen nicht funktionieren. Es funktioniert. Also alle Einstellungen funktionieren. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Dürfen wir eine Runde fahren? Gerne, ja. Möchtest du den Schlüssel haben? Ja, bitte. Los geht's. So, wir sind raus. Jetzt scheint ja die Sonne, wie immer in Bielefeld. Ja, ja. Du hast recht, es ist mega, dein Glasdach. Nee, jetzt ehrlich, jetzt ja, ohne, ja, du hast, das du hast war recht. Kein Blödsinn. Rechts, links? Du hast ein ganz anderes Fahrgefühl in so einem Auto. Definitiv. Findest du nicht, dass er richtig leicht fährt, der Wagen? Der fährt richtig leicht. Ich finde aber, dass die Kupplung sehr spät kommt. Okay. Wenn wir Kupplung und Bremse nehmen, dann liegen wir schon bei 2.500 Euro. Circa. Circa. Krieg ich einen Herzinfarkt. Die Klimaanlage. Und jetzt muss er natürlich irgendwie 16 Grad. Wir gehen mal um. Ja, ich habe mich jetzt erstmal ganz unten. Da können wir ja mal gucken, ob es kalt wird. Ist das kalt. Ja, es ist kalt. Die Klimaanlage läuft. Das Auto liegt auch gut, auch die Dämpfer und so weiter. Auch jetzt in der Kurve ist er super. Ist halt ein Porsche, das ist halt so. Dieses Dach ist nicht, das heißt, ich bin ja nicht viel gefahren im... Du siehst manchmal, wenn die nicht laufen, tackern die so. Also die laufen nicht glatt, sondern die, als wenn sie ein bisschen hakeln würden. Weil da ist so eine Spirale drin, die das Ganze zurückzieht. Ne? Das ist schon Cabrio-Feeling. So, und merkst du, das ist noch nicht mal laut. Ich fahre den wirklich, das Cabrio mache ich nicht so oft auf. Sobald ich in dem Wagen drin sitze, mache ich den auf. Das ist ein Cabrio-Feeling, definitiv. 79.000 Euro soll der Targa kosten. Hamid hat aber nur maximal 70.000 zur Verfügung. So. Wir kommen mal jetzt zum Punkt. Okay? Ja. Das Auto gefällt mir. Das Auto gefällt mir richtig gut. Die Karosserie ist gut. Die Karosserie ist super. Die Bremsen hinten sind demnächst fällig. Okay? Da reden wir über 1,5. Kupplung ja. ist demnächst fällig. Das sind schon mal 2,5. Also hinten
Hinten. 1,5? Ja, 1,5. Ja, dann mache ich sie selber. 1,5. Dann sind wir bei 2,5. Dann brauche ich neue Reifen. Definitiv. Dein Preis ist 79? Ja. Ich sag dir einfach einen Preis. Ja. Okay. Es ist ein Einstiegspreis. Ja. Okay, wir können immer noch über alles reden. Ja. Ich habe aber eine 6 davor. Ja. Aber dann würde ich ihn nehmen. Du merkst, dass mir auf einmal das Lächeln gefriert im Gesicht. Nein. Wir sind ja, deswegen reden wir ja ganz offen. Wir sind ja hier. Also das ist absolut ausgeschlossen. Ja, du musst auch echt verstehen, ich habe hier fast 90.000 Euro drinstecken. Und wenn ich die ganzen Arbeiten noch machen soll, das kann ich nicht machen. Stell dir mal vor, ich komme nach Hause und erzähle das meiner Frau. Es gibt ein Theater, das werde ich nicht mehr. Ja, dann mach doch glatte 69, dann nehme ich ihn so mit, wie er hier steht. Dann mache ich alles selber. Dann nehme ich ihn mit. Ich nehme ihn mit. Für 75 kannst du ihn mitnehmen. Und dann machst du alles? Aber das kann ich nicht machen. Das geht mein Budget, das passt nicht. Ich kann dafür 69 Euro im Ist-Zustand zahlen. Du musst nichts mehr machen. Du musst nur noch deine Schilder abmachen und abmelden. Schlag ein bei 70.000 und kannst ihn mitnehmen. Aber dann nicht mehr mit Kunden. 69.900. Ich brauche einen 6 davor, sonst kann ich heute Abend nicht schlafen. 69.950 Euro. Okay, egal. Meine Güte, echt. Und du nimmst ihn so mit. Ich nehme ihn so mit, wie er hier ist. Ich nehme ihn echt. Ja. Für einen Targa mit 50.000 Kilometer, Megapreis. Und vor allem dann noch mit so einer Historie. Eine Woche später, Hamid hat die anstehenden Reparaturen erledigt. Schwarz ist er schon mal. Und präsentiert Antonio den Porsche. So. Wahnsinn. Es ist der 993. Genau. Es ist der letzte luftgekühlte. Hat ein Glasdach. Gleichzeitig ein Glasdach. Hamid, ich krieg Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Setz dich mal rein. Guck dir das mal an. Ich bin total aufgeregt. Wahnsinn. Okay, noch hast du dich nicht dafür entschieden, aber es könnte gleich dein Auto Hamid, sein. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist top gepflegt. Das Leder sieht Wahnsinn aus von drinnen. Ich kann dir jetzt die Hand geben, dass ich das Auto nehme. Super. Das freut mich sehr. Danke dir, mein Lieber. Bitte gerne. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Dankeschön. Bis später. Alles klar. Bis dann. Ciao. Meine Wünsche, meine Vorstellungen sind weit übertroffen von dem, was ich mir vorgestellt habe. Mehr geht nicht.